Hallo und herzlich willkommen zu Folge 61 von Gothic 2 Escape. Ich habe in der letzten Folge den Grimes abgeholt, unten bei den Banditen in der Mine unter Wasserfall. Den sollten wir hierher bringen und das machen wir jetzt auch. Der weiß Bescheid über unsere Identität, der kennt uns und der macht jetzt hier einfach mit undercover. Und ich meine, das war die Quest für den Frut. Ich höre. Hier hast du einen neuen Sklaven. Gut gemacht. Du bist in Ordnung. Alles klar. Das heißt, der Grimes, der geht jetzt erstmal da hinten rein. Da haben wir noch keinen Zutritt zu. Das heißt, stopp. Ich, wenn ich schon mal hier oben bin, dann penne ich nochmal gleich ein Stündchen, damit wir hier auch volle Leben haben, wenn wir erneut losmarschieren. Ich würde tatsächlich Folgendes machen wollen. Das, was wir mit dem Dominic gemacht haben, geht bestimmt auch mit dem Carrie. Dass wir den einfach umboxen. Der ist ja weit abgeschlagen von allen anderen und hat vermutlich ansonsten keinen Zweck mehr zu erfüllen. Was ist das? Was das Problem ist? Du bist das Problem. Jetzt! Ja, nehmen wir ihm einfach mal alles ab. Dreimal Sumpfkraut, ja, ja. Jetzt kriegen wir unsere Sachen wieder, super. Juhu, jetzt haben wir unseren Lachs wieder. Wir haben übrigens 5 Banditenschwerter. Die werde ich vermutlich dann einfach irgendwann verkaufen. Das hat sonst keinen Mehrwert. Jetzt ist der unbewaffnet. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Ist in jedem Fall schon mal nicht schlecht. Warte mal. Was ist das? Das Schöne ist, Banditen sind halt, wie Banditen so sind. Nicht nachtragend. Das heißt, wir nehmen die EP von dem schon mal mit. Ich weiß, es ist nicht so ganz immersiv. Das ist so ein bisschen, ne? Wenn man halt erkennt, dass der NPC keinen Mehrwert mehr hat, da mache ich halt oftmals dann den Schritt oder gehe den Schritt, dass ich die Person einfach mal umbox. Weil sie hat ja ihren Zweck erfüllt. Das mache ich beim Perrot jetzt auch. Weil es einfach keine Konsequenzen hat und ich EP bekomme. Ne? Das ist, wie gesagt, eigentlich nicht so ganz die feine englische Art, aber egal. Ich wollte sowieso nicht, dass der Perrot hier davon kommt. Der hat uns ja eh beim Diebstahl gesehen. Ja, ja, mach mal weiter. Ich glaube, den Danny, den boxe ich auch noch um. Den alten Mann, den alten Händler. Na, mal gucken. Vielleicht klappt's ja. Laborwasserflaschen sind auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Wobei es hier ja auch normale Flaschen gibt. Ich weiß gar nicht, was man da eher benutzt. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Hey, du! Aber der Punkt ist, Perrot und der Carrie, die haben halt keinen Mehrwert, die sind auch irgendwie keine Händler. Ich würde zwar gerne wissen, wo Molly hin ist, aber egal. Lassen wir den einfach mal hier drin. Der kann er versauern. Wir nehmen die EP, wie gesagt, dankend an. Und die Gegenstände sowieso, weil die Banditenschwerter lassen sich bestimmt irgendwie zu Geld machen. Vielleicht kann man nicht viel Geld draus machen, aber besser als nichts. Wir haben einen Wert von 600, also ein bisschen was sollte man schon rausnehmen können. Wenn wir die alle verkaufen. So, Bluthund, Eiswolfrudel und Troll sind hier noch. Und die machen einem das Leben so ein bisschen schwer. Hier müsste auch noch irgendwo ein Lurker sein, der sich irgendwie vor uns pandynisieren wollte. Dann einfach ans andere Ufer geschwommen ist. Wo ist denn der hin, der Kamerad? Ist der abgesoffen? Das wäre für einen Lurker ja irgendwie ein ganz schönes Armutszeugnis. Ist nur das Irrlicht? Ah ne, da ist er doch. Da ist er doch. Ne, diesmal bleibst du hier. Mein Lieber. Also wir haben jetzt übrigens die schlimmste Hürde überstanden. Ne? Am Anfang ist das Kämpfen und alles immer so ein bisschen lästig in dem Spiel. Mittlerweile sind wir da in einer sehr souveränen Position. Der Punkt ist, Danny hat halt im Prinzip auch keinen Mehrwert mehr. Ich sage vorsichtig im Prinzip, weil ich ja nicht weiß, ob irgendwann später oder was auch immer.
Er ist auf jeden Fall nicht unbesiegbar. Und das, obwohl er ein Händler ist, das wäre ja auch ein Sicherheitsmechanismus, der hier nicht gewählt wurde. Manchmal gucken wir auch gerne hinter die Kulissen, ne? Aber gucken wir auch uns das Technische an, auch das mit dem ganzen Schleichen- und Diebstahlsystem hier. Das hat ja auch eine interessante technische Komponente, weil es vieles anders macht, die Mod. So. Aber wer hätte es gedacht? Händlerinventar. Bekannterweise bleibt dann, bei ihm oder verschwindet komplett. Das finden wir jetzt gleich heraus. Junge, mach das ja nicht nochmal. Hallo. Sieh mal. Ja, jetzt hat er natürlich auch kein Inventar mehr. Das ist halt die große Problematik, wenn man so einen Händler umboxt. Und der hat halt ein Rezept für uns, das ich vermutlich eh nicht kaufen werde, aber rein in der Theorie könnte man... Ich überlege gerade. Also was wir nicht machen können, ist dem einen Haufen Geld geben und ihn dann... Oder vielleicht doch. Ich teste nochmal was anderes. Hallo. Ich kaufe den Blödmann jetzt einfach leer. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich glaube, der hat nicht die 1100 Gold dabei. Nee, er hat 11 Gold dabei. So, ich schätze aber mal, der hat auch sein Zenit überschritten. Und ich meine jetzt gar nicht bezüglich seines Alters, sondern weil der halt, Hallo. Der war Teil von einer Quest. Und oh, den Käse kaufe ich tatsächlich, weil aus Käse können wir Stärke machen. Und ich kaufe mir mal das Rezept für die Fischsuppe, in der Hoffnung, dass ich es noch nicht hatte. Die Fischsuppe bringt Mana plus 1. Wir geben 2 Heilwurzeln in den Topf und fügen 2 Fische hinzu, die nach etwa 10 Minuten ihren spezifischen Geruch verströmen sollten. Die Pflanzen sollten den unangenehmen Geruch nach einiger Zeit neutralisieren und dem Gericht einen neuen Geschmack verleihen. Das ganze Gericht kann mit Brot und Wein gegessen werden. So. Ich bin jetzt gerade wirklich am Abwägen. Gibt es irgendwelche Rezepte, bei denen wir Hering, Lachs oder normalen Fisch benötigen? Ne? Also Fischsuppe, klar. Die bringt nur Mana plus 1. Das ist mir relativ egal. Deswegen Fruchtkompott, scheiß der Hund drauf. Fleischwanzenfleisch, Wasser, Wein, große Pilze sind für uns relevant. Rohes Fleisch und Bier. Da könnte man sehr viel von herstellen. Das ist gar nicht mal so schlecht für die Geschicklichkeit. Da müssen wir die auch gar nicht erst machen. 6-mal Wildschweinfleisch. Gibt auch Geschicklichkeit. Die Käsesuppe, ganz wichtig. Dafür brauchen wir halt auch das Bier eigentlich. Statt für das Scavenger-Gericht. Müssen wir mal gucken, wie viel Bier wir haben. Da müssen wir vielleicht ein bisschen einkaufen beim Sealers. Minenpilz, Brot, Heilwurzel, Blutfliegenstachel. Ah, der Blutfliegenstachel kann sogar dafür benutzt werden. Und Heilkraut, Feuernessel, Rüben, Waldbeeren, Weidenbeeren. Ich habe keine Ahnung, ob Rüben in dem Zusammenhang, ob da mit Dingen gemeint ist. Weltknöderisch oder ob es wirklich Rüben sind, weil Rüben habe ich noch keine gefunden. Auf jeden Fall interessant. Und wir brauchen wohl keine Fische. Ich lasse den Danny jetzt trotzdem mal leben. Also gut, leben lasse ich ihn sowieso, aber ich nehme jetzt nicht seine Erfahrungspunkte beziehungsweise sein Inventar. Und hoffentlich werde ich es nicht bereuen. Sollte der einfach zu Beginn des nächsten Kapitels irgendwo tot rumfliegen, weiß ich genau, da hätte man mehr draus machen können. Aber egal. So, ich will mich nochmal dran versuchen, vielleicht schaffen wir es ja, den Bluthund zu bezwingen. Der sollte nämlich im Normalfall schwächer sein als ein Schattenläufer. Da kommt er schon anmarschiert. Und der Kopfüberschlag macht mein Leben zur Hölle. Und der bringt mich dann einfach um. Aber wir sind ja besser ausgerüstet als das letzte Mal gegen einen Schattenläufer. Dementsprechend will ich doch hoffen,
dass es nicht vollends vergebens sein sollte. Jetzt hängt er halt böse fest. Da kann ich mich nur schwer jetzt nähern. Das funktioniert einfach nicht. Das ist eine gute Idee, es wird sich gleich herausstellen. Vor allem sollte der uns irgendwie in den Troll hinein zwängen, dann wird's extrem ungemütlich. Und jetzt weiß ich auch gar nicht, wieso der Held nicht geschlagen hat, der gute Will. Wahrscheinlich wollte er nicht oder so, was weiß ich. Ja, gute Schläge, gute Schläge. Eventuell ein ungünstiger Spielstand. Der war gerade mitten im Charge. Das könnte uns eventuell auf die Füße fallen. Ja. Eventuell doof. Das Schlimme ist, da haben wir das wieder, das Problem, dass in dem Spiel du die ersten 0,2 Sekunden, da bist du einfach immobil, bewegst dich nicht. Das ist blöd. Und dann schlägt er einfach wieder zu, dieser Penner. Da wurde ich gerade ein bisschen sauer. So, das ist eine gute Ausgangslage. Also platt. Krallen und Zähne. Fälle gibt's keins. Haben wir ihn doch bezwingen können. Immerhin. Da haben wir doch noch irgendwas drin. Da ist noch einer. Wollt ihr mich komplett veräppeln? Zwei Bluthunde. Guten Tag, der Herr. So, hier könnten wir aber eventuell sogar Folgendes hinbekommen. Das war vielleicht ein Griff ins Klo. Oder auch nicht. Wenn wir den irgendwie in die Ecke drängen könnten. Dann kriegen wir einfach eine Faust, alles klar. Dann wäre es nicht unmöglich, den Platz zu machen, würde ich sagen. Können aber einfach so immer wieder ein paar Schläge verteilen, ne? Dann muss er chargen. Währenddessen kriegt er von uns einfach auf die Nase. Dann geht's wieder auf die Nase und auf die Nase und auf die Nase und platt ist er. Und das war's zu den beiden. Das hat doch jetzt wenigstens mal gut funktioniert. Hier gibt's auch ein bisschen Kohle zum Abbauen. Nehmen wir mit, hier liegt eine Spruchrolle. Und zwar ein Kugelblitz. Den werden wir vermutlich nie benutzen. Aber egal. Also wir sammeln ganz viel Kohle. Könnten nochmal einen Lehrer aufsuchen. Aber irgendwie sehe ich da keinen Mehrwert dahinter. Deswegen lasse ich's. Zumindest bisher. Also sollten wir irgendwann wirklich in Lernpunkten schwimmen, kann man sich vielleicht überlegen. Ne, gerade wenn das Kämpfen immer souveräner wird, und das wird's ja auch, aber noch würde ich tatsächlich... Oh, 5 Dietrich, super, vielen Dank. Aber noch würde ich das dann erstmal zurück halten wollen. So, hier gibt's ansonsten nichts im Wasser zu holen, zu sehen. Hier ist einfach nur ein Fass. Und hier waren zwei Bluthunde. Mords Gaudi, Riesenspaß für die ganze Familie. Die Eiswölfe sind sehr weit auseinander. So weit, dass sie eventuell sich gegenseitig nicht mal interessieren. Tatsächlich, genau so weit sind sie auseinander.
krass. Ja, Mensch. Das heißt, wir können hier wirklich alles plätten, bis auf den Troll. Und ich meine, so ein Troll, den kann man sich gut merken. Der fällt in der Landschaft auf. Wir haben ja quasi einen bei Markus Mine, genau nebendran. Und jetzt nochmal einen hier beim See. Das lässt sich wirklich ganz gut merken. Und die werden dann halt irgendwann erledigt, wenn wir einen sehr hohen Schadensoutput haben. Also wenn wir sehr schnell in kurzer Zeit viel Schaden ausrichten können. Dann werden wir den Trollen noch auf die Nase geben. Aber solange wir das nicht können, sollten wir uns erstmal noch ein wenig von denen fernhalten. Das heißt, wir gehen jetzt mal Richtung, ich nenne es mal Minenwäldchen oder so, weil das ist ja im Prinzip der Wald bei der alten Mine. Und hier hätten wir natürlich nochmal so ein Rudel Eiswölfe. Und die wären halt auch deswegen wichtig zu erledigen, weil die geben halt auch eine Menge Geld, ne? Das ist halt klar. Die geben gutes Geld. Wir haben uns ja im Prinzip mit den normalen Wolfsfällen schon sehr gut über Wasser gehalten. Zu Beginn der Mod. Und die geben halt nochmal ein bisschen mehr. Und die hier funktionieren auch einfach mal richtig. Ah, oder auch nicht. Und es eben noch loben. Schon ist wieder ein komplettes Chaos. Aber sogar zwei von denen sind mittlerweile nicht mehr die größte Herausforderung. So, der hier ist von seinem Kumpel sehr weit entfernt. Es ist nur die Frage, ob es der über den Fluss schafft. Aber ich bin mal guter Dinge. Oh ja, der kassiert böse. Und ich warte einfach am anderen Ufer. Und Boxen tot. Irgendwo fies, aber damit muss er leben. Oder sterben. So, da hinten geht's nicht rein. Ist ja auch zu. Denn wir sollen ja auch nicht an den Echsenmenschen vorbei. Ansonsten haben wir hier noch einige Fleischwanzen, die einen Schlag überleben. Aua, das ist traurig. So, die brauchen wir ja, ne? Fleischwanzenfleisch. Damit lässt sich ein Stärkegericht ja zaubern vom guten Snuff. Deswegen ganz, ganz wichtig. Ein Feldknöderich, der eventuell eine Rübe sein könnte. Das weiß ich nicht. Und hier ist halt, wie gesagt, dicht. Können wir vielleicht unten durchtauchen, keine Ahnung, aber das soll uns gerade im Moment mal nicht tangieren. Die Höhle hier ist zu. Da ist alles kaputt. Und da unten haben wir Markus Mine und da ist ja im Prinzip noch unser anderer Kumpel. Ansonsten ist hier aber alles platt gemacht worden. Alles bis auf die Waage da hinten. Oder da unten eher gesagt. Und die lassen wir auch noch mal leben. Weißt du, was ich kurz mal mache? Die haben doch hier Betten. Ich glaube, ich bin mal so dreist. Ich übernehme jetzt einfach mal hier diese ganze Minenanlage. Die gehört jetzt mir. Ja, ich meine, wer soll sich... wer soll da dagegen was sagen? Ne? Wer will mich aufhalten? Niemand. Niemand kann mich aufhalten. Also wir gehen jetzt erstmal den Ted suchen. Vielleicht schaffen wir ja sogar die Waage umzuknüppeln. Und knüppeln wirklich alles hier in diesem Wald mal zu Brei. Das meiste haben wir ja schon. Ich glaube sogar alles außer die Waage. Gut, da vorne sind noch ein paar Orks. Die könnten vielleicht auch nochmal eine Nummer zu groß für uns sein. Das ist nicht auszuschließen. Und fette Mole Rats. Der Endgegner. Und das war der, mit dem ich mich sogar schon mal geprügelt hatte und dann einfach verduftet bin.
wenn ich dann doch gut kassiert hatte gegen dir. Aber so, so geht's. Und da hinten ist der Ted doch auch. Der ist gar nicht weit weg vom Kord, ne? Zu dem eigentlich irgendwas Neues. Übrigens, den stört's, zumindest ihn, nicht. Vielleicht auch das ganze Lager nicht, dass ich eine Banditenrüstung trage. Das heißt, es ist quasi nur, es geht nur nach eine Richtung. Sprich, tragen wir eine Rüstung von den Banditen, akzeptieren uns die Banditen auch, tragen wir sie nicht, greifen uns auch nur die Banditen an. Und die anderen, denen ist das egal mit der Zugehörigkeit, wie es scheint. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Kümmern uns um Ted und die Wolfsschlucht. Bis dahin. Tschüss.